Habt ihr das mitbekommen? In den USA wurde ein Verteidigungshaushalt in Rekordhöhe verabschiedet. 886 Milliarden Dollar für die Verteidigung. Umgerechnet pro Tag sind es dann circa 2,5 Milliarden Dollar. Was könnte man nur Schönes mit diesem Geld anfangen auf der Welt? Vielleicht den Hunger beseitigen? Vielleicht Länder, die zerstört wurden, wieder aufbauen, anstatt sie noch mehr zu zerstören? Vielleicht Krankheiten wirklich zu heilen, anstatt die Menschen noch mehr krank zu machen? Vielleicht dafür zu sorgen, dass Menschen auf der ganzen Welt einfach ein glückliches Leben führen können, ohne flüchten zu müssen? Und jetzt eine einfache Frage in die Runde. Wenn man dieses Geld nehmen würde und für diese Punkte einsetzen würde, die ich gerade genannt habe, wäre die Welt dann eine bessere oder eine schlechtere für ganz viele Menschen auf der Welt? Stattdessen wird uns erzählt, dass man dieses Geld benötigt, um sich zu verteidigen. Ja, vor wem denn überhaupt? Ist es nicht die USA selbst, die zig Angriffskriege gestartet hat und zig Konflikte geschürt hat und weiterhin schürt? Ich sage nur Ukraine-Konflikt oder auch jetzt der Israel- und Gaza-Konflikt. Sind da nicht immer die gleichen Pappenheimer mit dem Spiel, die letztendlich davon profitieren, dass ganz viele Menschen leiden und sterben müssen? Und es ist ja nicht nur die USA, die jetzt mitzieht. Schaut mal, welche Meldung heute kam. Dieser Gutmensch, also der Verteidigungsminister von Deutschland, Pistorius, erzählt uns allen Ernstes, dass Putin innerhalb von 5 bis 8 Jahren NATO-Länder angreift und deswegen sich Deutschland definitiv mehr verteidigen muss, weil sonst würde uns vielleicht auch Putin selbst direkt angreifen. Ja, das hat er erzählt, lest einfach mal den Artikel. Deswegen müssen wir jetzt noch mehr Geld in die Rüstungsindustrie stecken, obwohl es hinten und vorne im Prinzip fehlt. Man könnte es zum Beispiel in die Infrastruktur stecken, man könnte in das marode Schulsystem mal ein bisschen Geld stecken, in das marode Krankensystem und so weiter und so fort. Man könnte damit Wohnungen bauen, die hinten und vorne fehlen. Man könnte dieses Land sowas von schön erneuern und einfach schöne Dinge für die Menschen machen, anstatt das Geld in die Rüstungsindustrie zu stecken und uns zu erzählen, dass es für die Verteidigung notwendig ist. Übrigens hat er auch vorgeschlagen, dass alle Kinder wieder eine Grundausbildung bei der Bundeswehr machen sollten. Und ja, eigentlich ist das schon gut, weil die lernen da Disziplin und Tugend, aber bei aller Liebe, ich werde mein Kind definitiv nicht in den deutschen Krieg schicken. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber hundertprozentig nicht. Nicht für diese Regierung. Und wieso machen wir eigentlich so einen riesen Unterschied zwischen Putin rüstet auf und das ist ja ganz schlimm, weil er ist ja ein böser Aggressor, aber wenn die USA Verteidigungsausgaben in Rekordhöhe haben, dann nennt man das Verteidigung. Schreibt es mal bitte ihr in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ansonsten, wie immer, kommt hier vorbei für alternative News. Haut rein!